Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, Part 46 von mir auf 94. Im letzten Part musste ich leider entdecken, dass wir in solchen Distrikten, sag ich mal, keine Assassinen rufen können. Und unser... Oh, warte, was mir gerade einfällt. Nochmal kurz schniefen und den Typen ausrauben. Und unser Typ, also wir haben ja bisher nur zwei Assassinen rekrutiert und der Typ von den beiden ist ein Level Up. Schon wieder. Jetzt ist er Rang 3. Der erste war halt Novize, der zweite irgendwas mit S und der dritte, keine Ahnung. So, interagieren. Gut, und jetzt dürfen wir eigentlich keine mehr töten. Denn um die Vollsynchronisation zu erreichen, dürfen wir nur das Ziel töten. Und das haben wir jetzt getötet. Glaube ich. Ja, es hieß ja, wir sollen den töten, also Pech. Das weiß ich. Diese scheiß Tipps, die er mir 80.000 Mal anzeigt, ne? Egal. So, weiter. Weiter. Er braucht so lange. Ezio halt, ne? So, der Trailer zu Assassin's Creed 3 ist auch schon draußen. Wirklich damit auseinandergesetzt habe ich mich noch nicht, aber egal. Trotzdem viele denken, nee, das ist total scheiße, Bürgerkrieg und so. Oder nein, nicht Bürgerkrieg. Irgendwas war da. Irgendwas mit Bürgern. Aber nicht Burger zum Essen. Deswegen mag ich das Spiel jetzt schon nicht. So. Los, hoch da. Achso, da geht's noch gar nicht hoch. Und ich habe eine Kiste. Hier rechts. Jo. Nein, Kamera, lass mich mal bitte. Kommen wohl gleich noch hin. Stimmt, wenn wir hier so lang gehen oder so. Nein? Okay. Egal, ich möchte die Kiste haben. Ne, es bringt mir auch nichts, mich jetzt hier runterzulassen. Na, ich kann auf die andere Seite. Das ist natürlich auch schlau. Bringt mir das was? Ja. Kurz nach unten. Bringt mir doch nichts. Blöde Kamera. Egal. Okay, dann jetzt einfach nach oben. Gott. Kletter schneller. Dann muss ich mich mal irgendwann mal ransetzen und ein Wochenende durchzocken. Damit ich halt auch mal wieder was auf Vorrat habe. Denn immer so in der Woche aufnehmen ist nicht schön. Den Schatz der Templer nehmen. Ja, eine Kiste haben wir jetzt leider nicht kriegen können. Aber wir haben ja sonst die Erinnerung zu 100% abgeschlossen. Was doch auch schon mal was ist. Ey, das wollte ich gar nicht. Egal. Geld ist Geld. So, und wieder nimmt er sich nur eine Handvoll raus. Nimm dir doch die Krone mit. Das ist doch bestimmt auch was Schönes. Durch die Luke in der Decke entkommen. Nein, wirklich. Und Kupfererz. Hey, Minecraft, Minecraft. Na okay, Kupfer gibt's ja nicht. In Terraria gab's Kupfer. Terraria ist geil. Aber ich hab's auch schon lange nicht mehr gespielt. Dann finde ich Minecraft doch besser. Vor allem im letzten Update, was kam da noch zu? Ja, da gab es ja jetzt Dschungel. Außerdem habe ich ein Seed, wo man drei Diamanten, nein, neun Diamanten am Anfang hat. Hm. Sucht einfach mal nach HBVIDS, also HBVIDS 1, glaube ich. Und guckt euch da das Video an. Minecraft Seed, irgendwas. Finde ich geil. Und jetzt stehen wir hier oben irgendwo drauf und denken uns, hey, wie sind wir hierher gekommen? Ich bin ein Grille. Ma. Boah, ist ja so geil, so von dieser Höhe. Grille, Grille, Grille. Na, ich will Grille. Grille. Mach Grille. Scheiß Assi.
Grille. Nein, nicht so. Mach Grille. Grille, komm. Grille! Tat bestimmt auch gar nicht weh. Genau, es gibt bessere Wege, Aufmerksamkeit zu zeigen. Zu bekommen. Titan! So, dann wollen wir direkt mal hier den Arzt renovieren. Und Gott, ich will eine TV-Karte. Hatte einer von euch nicht zufällig eine rumliegen, die er nicht braucht? Am besten eine, die funktioniert. Am besten die H727. Ihr wandert im... Gott, ich möchte nämlich hier das zweite Dings anfangen, was ich hier rumliegen habe. So, dann wollen wir mal zum Assassinenturm. Achso, du bist eine Mission. Nö, will ich nicht. Wie gesagt, muss ich dann auch mal irgendwann in so einen Special-Part reinklatschen. Achso, Taubenschlag. Ich denke mal, das wären diese Türme. Ah nein, die Borgia-Türme werden dann zu Assassinentürmen. Ja, die Bruderschaftsverteidigung wurde erfolgreich abgeschlossen. Ugo Waldi ist jetzt Stufe 3 Assistente. Und noch 43 Fähigkeitspunkte, dann ist er Level up. So, der hier hat jetzt 1, syrisches Schwert oder Rüstung. Rüstung natürlich. Und die müssten wir jetzt mal auf den Auftrag schicken. So, hier gibt es nur Dreier. Dreier sind nach Schwierigkeit direkt gesortiert. Nein, Quatsch. Warte, können wir die auch auf eine Zweier schicken? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber er schafft das schon alleine, das ist auch gut. So, dann schicken wir die nach Barcelona. Auf... Achso, oh, ich komme immer durcheinander, was er jetzt ausgewählt hat. Machen wir. Mission starten. Akzeptieren, danke. Wien. Da schicken wir ihn alleine hin. Schafft er ja so. Und das war's auch schon. Mehr haben wir nicht. Und dann weiter zur Mission. Hey, was willst du denn? Ja, jetzt müssen wir hier gucken, wie wir da hochkommen. Hier sind ja viele Häuser, das wird schon gehen. Jetzt habe ich echt gesagt, das wird schon gehen. Also entweder von Würde, also Möglichkeitsform, oder ich habe mir das Ü einfach so extrem angewöhnt, dass ich das jetzt schon direkt sage. Übrigens, jetzt kommt mein kleiner Test. Emu, du bist doof. Wenn du das gehört hast, schreib's in die Kommentare. Er meinte nämlich, ja, warum steht auf deinem Kanal der Typ mit Ü? Ich meinte, gucke meine Let's Plays. Ja, ich gucke deine Let's Plays. Ja, nee. Nee. Hältst du das etwa für klug? Will ich jetzt nicht. Ich war schon am Schwanken, ob ich das jetzt vielleicht doch mache. Vielleicht. Na egal, ich muss mal gucken, wann ich das dann mache. Möglichst früh, wenn es geht. Leonardo! Ein unerwarteter Besucher, die Quelle der mysteriösen Stimme finden. Leonardo, wo bist du? Ah, ich höre das doch. Hör mal, Quelle. Ezio, komm her. Ja. Ja, was? Ezio. Bist du ein Penner? Kiela. Ezio. Leonardo. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Dein Gesicht hat sich ja wieder verholt. Schön, dich zu sehen. Erholt. Komm her. Seitdem ich dich in 6 Jahren gerettet habe. Lasagne. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Wie er das gesagt hat. Apfel. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück.
Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. NP. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vatikano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Okay. Kopiere ich nicht. Leonardo da Vinci. Endlich. Hatten wir zwar schon in Assassin's Creed 2, aber vielleicht steht hier ja was Neues. Ich denke mal schon, weil hier 15.7. Assassin's Creed 2 hat ja 1499 geendet. Oh, und 1519 starb er. Pass auf, jetzt bricht die Bank ein, einfach nur, damit er sagen kann, fett Arsch. Staffelklinge! Meins! Ben, ich bin bald wieder da. Was, kann ich mir nur eins holen, oder was? Toll, jetzt habe ich mir den Rest nicht angeguckt. Ah, das fettet er jetzt an. Jetzt krieg ich doppelt so viele. Ja. Desmond, ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Leos. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Leos. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Ach, so nice. Wo ist denn jetzt Leo? Na, falsche Satzstellung. Wo ist Leo denn jetzt? Gott, diese ganzen scheiß Zeichen, ne? Wo? Ah, jetzt kommen wir da hinten in das Dingens. Ah, der weiße Strich ist immer noch da. Ich denke mal, dann mache ich mich mal... Wo ist denn hier der nächste Brunnen? Egal, ich mache mich jetzt mal hier auf den Weg nach unten rechts, denn ich möchte wissen, ob... Warum habe ich mir das jetzt markiert? Bin ich bescheuert oder was? So. Da der Brunnen, der direkt vor mir ist, wo wir gerade auch schon waren. Da lang. So, Bauleiter... Oh, nein, warte, jetzt ist eine Sequenz abgeschlossen, oder? Nein, Leonardos Kriegsmaschinen sind auf der Karte vermerkt. Nein, sind sie nicht! Oder ist hier noch irgendwo Leonardo? Wenn man hier was sehen würde? Nein. Egal. Wenn ihr das gesehen habt, sagt's mir mal bitte. Aber ich denke mal, bis dahin habe ich es eh schon gesehen. So, ich will nach unten rechts. Irgendwo in der Nähe. Von mir aus dem Kolosseum. Oh, Kolosseum. Okay. Ich muss unbedingt Sachen noch reparieren. Das wird dann auch so ein Special Part. Sheet. Aber ich denke mal, ich mache das dann so, wenn ein Special Part kommt, dann... Einer. Aber ich mache das trotzdem noch, dass es halt einen... Dass der gerade Part der zweite ist, den ich am Tag hochlade. So sage ich das. Hä? Chef, was willst du denn jetzt? So, einmal bitte nach hier unten. Einfach nur in die Richtung schon mal. 300 Meter. Ja, sprinten. Jetzt mal hoffentlich ununterbrochen. Ach scheiße, dann gibt's schon einen Cut. Egal, dann haben wir zumindest das mit den 300 Metern. So, und weil das ja Luftlinie sind, habe ich... ist es nicht schlimm, wenn ich jetzt hier irgendwo noch lang gehe. Außer hier ist dann kein Weg durch. Das wäre kacke. So, gucken, wenn hier irgendwelche Erhebungen sind, dann kommt Ezio da nicht so gut lang. Jetzt muss ich hier nach einem Weg nach unten suchen. Hier. Oh. Kurzen Kreis laufen. So. Und 15 Minuten sind jetzt auch um. Aber die 100 Meter habe ich gleich geschafft. Bam. Da haben wir es.
300 Meter, nicht die 100 Meter. So, aber trotzdem, ich werde mir diesen... Toll, hier komme ich noch nicht hin. Also, damit ist der Part dann auch beendet. Wir sehen uns dann im nächsten Part, den ich wohl erst irgendwann später mal aufnehmen werde. Wir sehen uns dann. Ciao!